Heute basteln wir die Karte gemeinsam. Geht ganz schnell, ist ganz einfach und nur etwas Farbe. Viel Spaß! Farben sind befeuchtet, Pinsel liegt bereit. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hier ist Manny von Manny's Bastelshop. Manchmal hat man ja so Ideen, die sind irgendwie total verrückt. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich gerne die Kreise farbig machen möchte. Ich möchte auch nur die Kreise farbig haben. Gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ich hätte mir das jetzt hier sofort aufkleben können und dann die Kreise kolorieren. Ich hätte mir mit Bleistift die Linien nachziehen können und dann die Kreise kolorieren. Dadurch, dass man ja immer hier nur so einen kleinen Versatz hat, ist das ja egal, wenn das etwas drüber hinaus geschmordert ist. Aber für mich jetzt in dem Moment die einfachste Variante, die ich mich dann auch entschieden habe, ich hefte mir das jetzt hier fest und koloriere jetzt direkt die Kreise. Und wenn dann am Rand überall was ist, stört mich das überhaupt nicht, weil ich dann ganz einfach bei meinem nächsten Projekt das mir komplett einfärben kann. Damit hat man kein Papier verschwendet und kann aber trotzdem mit relativ einfachen Mitteln die Karte gestalten. Ich habe mir jetzt hier 5 Farben ausgesucht und werde die einfach auftragen. Also eigentlich sind ja in der Palette 6, aber ich nehme jetzt nur 5, denn weiß sieht man sowieso nicht. Ich habe gerade noch überlegt, wie ich die Farben verteile. So richtig weiß ich es immer noch nicht. Ich mache das jetzt einfach wild drauf los. So, dass am Ende meine Lieblingsfarben etwas dominanter sind. Und ich auch nicht immer den Pinsel wieder von vorne auswaschen muss. Du kannst natürlich das Ganze auch einfarbig gestalten. Oder nimmst farbiges Papier und machst es dann. Das sieht garantiert auch ganz gut aus. Aber habe ich ja jetzt für die Variante entschieden. Die Farben habe ich natürlich schon, habe ich ja gerade glaube ich schon mal erwähnt, ne? Die habe ich schon vorher befeuchtet, damit es ihm auch jetzt etwas schneller geht. Und wenn ich dann merke, mir werden die jetzt wieder zu trocken, dann ich einfach nochmal mit Wasser drüber und dann geht es weiter. Die Farben haben dann, wenn die getrocknet sind, glänzen die ganz schön. Das sieht man auch jetzt schon, glaube ich, in dem Video etwas. Also ich hoffe, dass du das siehst. Das ist das, was ich meine. Wenn ich jetzt hier drüber schmarder, ist vollkommen egal. Du musst eben nur aufpassen, dass du den Pinsel wieder sauber machst. Wobei man die Farben auch untereinander mischen kann. Also das ist kein Problem. So, alles in allem könnte das halt durchaus mal ein schnelles Kärtchen werden. Ich finde, man muss ja auch nicht immer extrem aufwendige Karten basteln. Man kann ja auch mal was machen, was schneller geht. Ganz so viel Wasser sollst du mir jetzt bei der Methode natürlich nicht arbeiten, weil du ja dann das Risiko eingehst, dass das alles verläuft. Und du solltest Aquarellpapier nehmen. Also das ist jetzt auch weiß. Bei der Karte vorher hatte ich dir ja gezeigt, dass man auch durchaus mal auf normalem Papier Wasser verwenden kann.
Aber das sind ja dann nur Dinge, wo ich mal kurz etwas Wasser raussprühe oder die Karte mal kurz in Farbe eintunke. Da funktioniert das, aber jetzt bei sowas würde das nicht funktionieren. Da würde sich dann das ganze Papier ablösen und das ist ja nur schade. Deswegen jetzt hier in dem Moment Aquarellpapier verwenden. Gutes Aquarellpapier kann das auch durchaus ab, dass man mehrmals über die Farbfläche drüber streicht. Ich hoffe, dass du den Glanz hier siehst. Es sieht so cool aus. Das Ganze muss natürlich jetzt noch trocknen. Und wenn das dann getrocknet ist, dann mache ich den Stempelabdruck drauf. Der kommt bei dem in die Mitte. So, das sieht jetzt so aus. Das kommt dann. Ich habe in der Zwischenzeit mal meinen Kappenrolling fertig gemacht. Das sollte jetzt so ziemlich trocken sein. So, ich habe es jetzt mal kurz mit dem Föhn noch geholfen. Ja, jetzt ist es trocken. Jetzt kommt das hier drauf oder du stempelst das erst. Ich werde jetzt erst stempeln. Oh, das ist es. Vollkommen egal. Und dann nehme ich den Stempel, der dazu ist, und zwar Happy Birthday. Jetzt das Ganze festleben. Ich verwende jetzt ja wieder Flüssigkleber. Also wie gesagt, du kannst natürlich auch mit 3D-Foam das aufkleben. Aber da musst du wirklich gucken, dass du dann die einzelnen Farbkreise auch so ausgemalt hast, dass man keinen weißen Untergrund sieht. Also dann sieht es schon blöd aus. Jetzt musst du natürlich etwas im Blick behalten, dass du die Kreise oder die Karte aufklebst, dass auch die Kreise wieder genau getroffen werden. Deswegen liebe ich Flüssigkleber, weil den kann man dann echt noch mal kurz hin und her schubsen und hat dann seine Karte in die richtige Position gebracht. Jetzt hier noch Klebeband. Und dann ist die Karte schon fertig. Ging doch schnell. Das war's. Also ich meine, du könntest ja jetzt hier noch ein paar Spritzer aufbringen. Und als nächste Alternative würde ja noch, könntest du hier noch ein paar Blumen verteilen. Zum Beispiel hier ein paar kleine Blumen. Aber ich beschränke mich jetzt auf die Spritzer. Wirklich nur ein paar, dass es nicht gleich wieder zu extrem aussieht. Von dem Weiß noch. Und Pink. Ich bin ja nicht so der Pink-Freund, ne? Ich mische jetzt hier mit dem Blau. So, ich würde mal sagen, das reicht. Dann danke ich dir fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.